Hier an der Emsbrücke habe ich gestern die Route verlassen. In die Richtung geht zum Campingplatz, da komme ich jetzt gerade her. Ja, dann geht es jetzt gleich ein Stück parallel mit dem Emsradweg weiter. Ich weiß jetzt nicht genau wie lang, werden wir ja sehen. Auf in den Teutoburger Wald. Das angepeilte Ziel für heute ist bei Hagen. Hagen im Teutoburger Wald. Da will ich auf den Campingplatz Teutoburger Waldsee. Da ist dann kurz vor Osnabrück. Da bin ich dann morgen früh hoffentlich auch schnell durch. Jetzt geht es hier erstmal ein Stück an der Straße entlang, aber auf den Sonntagmorgen dürfte das kein Problem sein. Ich bin heute so gegen 5 Uhr aufgewacht und ich habe gestern schon wieder gesehen in der Wettervorhersage, es soll heute doch wieder so heiß werden, und von daher bin ich dann auch direkt aufgestanden, habe mir zwar ein bisschen Zeit gelassen, aber bin trotzdem so gegen 6:30 schon losgekommen. Moment, mal gucken, wo ich lang muss. Bis zu dem Campingplatz sollten es irgendwas zwischen 60 und 70 Kilometer sein. Ich glaube 66 oder so. So ganz genau habe ich es mir immer nicht gemerkt. Ist mir dann auch nicht so wichtig. Ja, bis jetzt gefällt mir die Friedensroute eigentlich ganz gut. Also ist eigentlich sehr viel rollen lassen, beziehungsweise schon ziemlich flach, so dass man ziemlich problemlos eigentlich so 18 bis 25 km/h fährt. Auch wenn ich eigentlich gar nicht so eilig habe. Ach ja, habe ja noch gar nichts gesagt zu der Friedensroute, beziehungsweise ja, was es mit der Friedensroute so auf sich hat. Und zwar wurde 1648 der Westfälische Friede in Osnabrück verkündet. Und in den 5 Jahren davor wurde in Münster und in Osnabrück um den Westfälischen Frieden verhandelt. Der Westfälische Friede beendete damals den 30-jährigen Krieg. Und er gilt so als die erste große Friedensverhandlung, wenn man so will. Es war so der erste große Krieg, der nicht durch das Schwert entschieden wurde. Ja, und die Kriegsparteien, die eine Partei saß halt in Münster, die andere in Osnabrück. Ursprünglich waren, wenn ich mich nicht ganz irre, Hamburg und Köln geplant, aber da hat man sich dann gegen entschieden. Moment. Da hat man sich dann dagegen entschieden
weil die Städte dann doch zu weit auseinander liegen. Und ja, der Vorteil Münster-Osnabrück war auch, dass die Städte größtenteils verschont geblieben sind. Ja, und zwischen den Orten sind damals die sogenannten Friedensreiter hin und her geritten mit den Vertragsentwürfen. Ja, und an die Route oder Routen ist halt diese Radroute hier angelehnt. Ich glaube, ich bin schon in Ost-Bevern. Ja, übrigens gilt der Westfälische Friede auch als Geburtsstunde der modernen Niederlande. Aber wie das gemeint ist, müsst ihr euch selber zusammengoogeln. Ja, ich fahre ja jetzt nur den östlichen Teil der Friedensroute und den dann auch noch verkehrt herum. Aber so für die Leute, die es interessiert, beziehungsweise die sich gerne unterwegs ein Frühstück suchen. Also hier in Ost-Bevern, direkt am Weg, gibt es einen Bäcker, der sonntags morgens um 7:30 auf jeden Fall schon auf hat. Also zumindest im Sommer 2019. Ja, da liegt das Internat Schloss Lohburg. Aber da will ich jetzt nicht weiter stören. Da geht's weiter. Ja, da bin ich hier gerade kurz an so einer Schutzhütte angehalten. Nicht weil es regnet, sondern weil mir einfiel, dass ich noch keinen Sonnenschutz aufgetragen habe heute. Sehr wichtig bei dem Wetter. Und da sticht mich doch irgendein dummes Viech in mein Ohr. Keine Ahnung, ich hab jetzt keinen Spiegel bei mir. Irgendwie fühlt sich das Ohr ziemlich komisch an jetzt. Ziemlich taub. Ich glaube, geschwollen ist es. Ist auf jeden Fall heiß. Naja, gucken wir mal, was draus wird. Alter Schwede, der hat ganz schön wehgetan. Ich weiß nicht, was das war. Aber das war wirklich, man hat es anfliegen gehört und dann zack. So schnell kannst du gar nicht. Der ist schon mit ausgefahrenen Stacheln angeflogen gekommen, natürlich. Wenn ich dich erwischte. Jetzt kommen wir nach Schwege rein. Und die Kirche, die da klingelt, oder läutet, die scheint einen interessanten Kirchturm zu haben. Ich glaube, da kommen wir jetzt dran vorbei. Schwege, Sonntagmorgen, 7:40. Schon in Glandorf. Ich glaube, ich muss mal da vorne anhalten zum Umblättern. Da vor mir tun sich die Ausläufer des Teutoburger Walds auf. Allerdings muss ich da heute nicht mehr drüber, zumindest nicht ganz rüber. Ich denke mal, das meiste davon habe ich morgen früh zu bewältigen. Schauen wir mal. Meinem Ohr geht es auf jeden Fall gefühlt besser. Fühlt sich nicht mehr so heiß an. Die Schwellung geht auch zurück. Ja, dann bin ich zufrieden. Auf den Sonntag wäre das natürlich blöd, wenn es da irgendwie zu einer allergischen Reaktion oder sowas kommt. Gerade hier auf dem Land. Dann muss auch erstmal ein Arzt finden. Ja, bis Bad Iburg oder Bad Iburg Zentrum. Nee, Quatsch, Bad Lahr, Entschuldigung. Also bis Bad Lahr Zentrum. Stand da hinten ein Schild 3 Kilometer. Ich denke mal, das hier sind schon die ersten Häuschen. Aber dann ist es auch nicht mehr weit bis Bad Iburg. Also ich komme echt gut voran hier heute.
Bad Lahr habe ich schon längst hinter mir gelassen. Habe gerade noch ein kleines Päuschen gemacht, einen Müsli-Riegel gegessen. Und jetzt rollen wir schon auf Bad Ibuich zu. Ist auch nicht mehr allzu weit. Von da aus geht es dann nach Hagen und dann irgendwo ab zu meinem Campingplatz. Also ich glaube, wenn ich es drauf anlege, bin ich mittags um 12 da. Eigentlich würde es mich ja reizen, weiterzufahren. Aber ich möchte nächste Nacht gerne am Dümmer See verbringen. Bis dahin wären es dann auch noch mal fast 70 Kilometer. Wir haben es aber jetzt wir haben noch nicht mal 10 Uhr, schon 30 Grad. Deshalb lasse ich das. Muss nicht sein, dass ich jetzt hier irgendwas erzwinge. Nee. Ich mache es dann heute wieder ruhig. Ruhig und entspannt, sage ich jetzt mal so, bevor ich mir da bei der Hitze einen abstrempel. Weil jetzt ist es noch ganz angenehm zu rollen. Aber wie gesagt, jetzt schon 30 Grad und wir haben es noch nicht mal 10. Moin. Ja, hier im Vordergrund liegt Glane, Entschuldigung. Und dahinter kann man dann die Ibuich sehen. Da ist dann Bad Ibuich. Ja, und dann kommt der Teutoburger Wald. Ja, hier in Bad Ibuich gibt es auch einen Baumwipfelpfad, aber da gehe ich jetzt nicht hoch. Für mich geht es erstmal da runter. Die ersten Höhenmeter im Teutoburger Wald habe ich hinter mich gebracht. Und jetzt geht es hier erstmal wieder ein bisschen bergab. Campingplatz am Teutoburger Waldsee. Ich bin da, kurz nach 12 war ich hier, ist aber kein Problem. Die machen wirklich Mittagspause. Da hinten ist der See. Ich habe hier Platz im Schatten gefunden. Ich habe mal gerade einen Dauercamper gefragt, wie hier die Sonne dreht. Also müsste ich hier eigentlich bis späten Nachmittag mindestens Schatten haben. Tisch und Bank ist auch da. Brauche ich meinen Tisch schon mal nicht aufbauen. Vielleicht mein Stuhl. Da sitzt dann doch bequemer drin auf Dauer. War sonst. Ja. Jetzt haben wir 12.30 Uhr. War gerade noch eben im Waschhaus. Ja, Waschhaus ist nicht so toll wie gestern. Sagen wir mal so. Aber ausreichend. Dann baue ich mal mein Zelt auf.